Heute mal eine nicht ganz neue, aber doch sehr spannende Kaffeezubereitungsart, ähnlich wie Bialetti, die Camira. Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Einige von euch kennen dieses Gerät schon, eben auch aus Italien, ähnlich von der Technik her wie eine Bialetti zu sehen. Man hat aber hier so ein paar Besonderheiten, das heißt, wir haben hier auch tatsächlich so einen kleinen Siebträger, den wir hier so haben. Das Ganze eignet sich für alle Herdarten, also ob jetzt Induktion, Gas oder ganz normaler Herd, den man da zu Hause hat. Das Ding funktioniert ausgesprochen gut, ist sehr, sehr schnell, was mich auch wirklich erstaunt hat, wie schnell dann eben auch, sagen wir mal, hier ein Kaffee entsprechend auch zu extrahieren ist. Und ich wollte euch das Ding einfach mal vorführen. Die Handhabung ist recht einfach. Ich habe also hier meinen Wasserbehälter. Der reicht für zwei Ristrettos oder für einen vernünftigen Espresso. Ich fülle das hier ein. So, dann lasse ich das Wasser über diesen Hebel ins System laufen, schließe den Hebel wieder, fülle jetzt meinen Siebträger. Es gibt so zwei verschiedene Größen, wie man so sieht. Das ist also für einen einfachen Espresso. Das wäre jetzt quasi das Teil für den doppelten Espresso. Wir nehmen hier einfach mal den einfachen Espresso. Ich habe hier heute mal ein Insomnia genommen, ein sehr schöner indischer Monsun-Robuster. Habe ich hier schon mal entsprechend vorgemahlen. Ihr wisst ja, frisches Mahlen ist immer das Entscheidende. Versuche so wenig wie möglich zu kleckern, da bin ich Weltmeister drin. Wo wir dann auch schon ein bisschen, sagen wir, zu den Nachteilen einer solchen Zubereitungsart kommen. Also das ganze Gerät wird relativ heiß, also brauche ich letztendlich auch einen Kaffee, der das auch gut verträgt, der dann auch die Wärme so ein bisschen ab kann. Und deswegen nehme ich eben auch hier diesen 100% Robusta aus Indien, weil das eigentlich ganz wunderbar funktioniert. Dann wird das Teil hier eingespannt. Jetzt können wir das ganze Gerät mal einschalten. Man braucht da auch nicht wahnsinnig viel Hitze zuführen, weil das doch wirklich schnell geht, weil durch diese relativ große Platte verteilt sich das Wasser sehr dünn, in einer sehr dünnen Schicht und wird eben sehr, sehr schnell heiß. Das wird man eben auch gleich sehen, dass dann gleich schon nach sehr, sehr kurzer Zeit dann da auch Kaffee rausströmt. Wie man sieht, macht er tatsächlich auch eine recht schöne Crema. Und sobald dann, sag ich mal, das Wasser so weit durchgelaufen ist, das sieht man dann ja, dann macht man die Heizquelle aus. Und man kann das hier dann ein Stück weit ganz vorsichtig den Druck abbauen. Und hat dann hier, wie man so sieht, eine wunderschöne Crema damit erzeugt. Wenn man sich das mal anschaut, das ist schon echt fett, was dann da rauskommt. Und ein bisschen Zucker oder ein bisschen Milch, wie man eben haben möchte. Man kann da auch einen schönen Cappuccino von machen. Ist jetzt nicht zu 100% mit einem Espresso zu vergleichen, aber ich finde das Ding eigentlich wirklich super spannend, weil es mit wenig Aufwand, sogar auch unterwegs, das heißt also für Camping, auch wunderbar geeignet, um sich dann da mal so ein Espresso-ähnliches Getränk zu machen. Teuer sind die Teile auch nicht, die kosten je nachdem zwischen 80 und 90 Euro, also kann man sich schon mal leisten, finde ich spannend. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr von einem solchen Gerät hier haltet.